Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Borderlands Game of the Year Edition mit dem Ralf in der Enhanced Version. Und wir sind wieder hier, weil ich habe wieder eine kurze Aufnahmepause machen müssen. Grund dafür ist einfach Mittagessen und ich musste mein Auto die Reifen wechseln. Zauberbereifung drauf machen und so. Muss auch gemacht werden. Schick, dass sie wieder hier sind, nämlich dann können wir diese Nebenquest hier gleich abgeben. Und der Claptrap hat schon gesagt, dass ich hier gespawnt bin. Er hat auch neue Missionen für uns. Okay, schauen wir mal, da ausverkauft. So, was muss ich bei ausverkauft machen? Wo muss ich hin? Energiekoppler, aha, finde einen Energiekoppler und repariert Jacobs Automaten. Ja. Tun wir so. Schuss pro Magazin. Mit einer Jacobs brauchen Sie nur einen. Jägerklasse. Bringt mir nicht sonderlich viel, Leute. Das war eine schnelle Mission. So, und da müssen wir jetzt wieder per Anhalter zur Insel. Weil Jacob uns hier eingestellt hat und da irgendwie ja jetzt irgendwas gemacht werden soll. Um die Kontrolle wieder zu erlangen. Ah, die Klappe. Robo-Theresa. Ja, diese Wortspiele wieder. Aber das macht den Charme aus. Okay, da darf ich nicht entlang. Schade. Da ist man instant tot. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Drecksig. Drecksig. Dead Haven. Müssen wir da einmal außen rum.
Danke. Gestorben. Ein Elementarschaden. Aber anscheinend stärker als die, die ich habe. Sich kostet die. Gegenstandslevel 40. Ach so, deshalb konnte ich sie nicht annehmen. Wir haben mal was gedroppt gekriegt, was höher ist als wir. Wow. Das ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Der Zombie hat sogar die Fähigkeiten von diesem Lancer-Soldat. Doppelkill! Das war wieder klar, Bürokratie. Ich habe Formular 38 Bar nicht gehabt.
Da bin ich immer gespannt. Ah. Ja, Google hört sich gut an. Habe ich zweimal die Violence? Ne, aber die Waffe hatte gerade den Skin von der Violence. Komisch. Ja. Wollen Sie die Projektile mit Highspeed verschießen? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Ben, genug! Ich schwöre, ich tu's auch nie wieder! Hoffentlich wird's aufhören! Wir brauchen hilfreich! Wir brauchen dich nur noch ein ganz kleines bisschen. Ein einfacher, vorsätzlicher Mord. Und schon kannst du dich auf den Weg machen, kinderleicht. Dr. Matt ist zu einer Last geworden. Kümmere dich um die Last und wir räumen auf und machen das Sägewerk wieder funktionstüchtig. Es winkt Kuchen mit Soße und damit meine ich tonnenweise Geld. Pass auf dich auf. Oh, fast vergessen. Du brauchst dieses Ding, um die Zugbrücke zu senken. Viel Glück. Eine Brücke zu nett. Ah, das ist dann wohl die Map. Genau, der Lumberyard. Haben wir noch eine Nebenmission? Ich wollte noch das hier aktivieren. Also ein bisschen Leben dazu bekommen. Ja, wir müssen trotzdem wieder einmal außen rum. Das ist nervig. Ja, dann sind wir doch recht schnell mit dem DLC durch. Waren das dann 1, 2, 3, 4, 5 Folgen? 4 oder 5? Ja, da würde er daneben schießen, ist klar. Da treffe ich wieder. Stimmt, das war noch ein Stück weiter. Ja, dahinter. Lumberyard. Guten Tag. Hüte deine Weichteile vor den Schergen, die ich nach dir geschickt habe. Was, Kaggy? Du glaubst nicht, was mir passiert ist. Die Mystery-Maschine ist kaputt. Ja, ich weiß, das ist nichts Neues. Aber ich habe nur stattgefunden und da war irgendwie niemand. Dann habe ich den alten Doktor getroffen und der hat gesagt, da wären Zombies im verwunschenen Wald. Er war ein netter alter Mann. Da habe ich gedacht, dem helfe ich. Wer braucht schon den Rest der Gang? Oder?
Mystery Machine. Ja, nee. Scooby-Doo! Liegen lassen. Verfluchte Scheiße. Das digitale Peilmodul ist furchtbar. Der will mich dauernd durch einen Berg lotsen. Was soll ich machen? Soll ich versinken? Gibt's da einen geheimen Durchgang? Nein. Drüber hüpfen kann ich auch nicht. Verdammt! Was? Moment! Ich hasse dich, digitales Peilmodul. Denn nur nicht gepeilt, dass es hier einen Rundgang gibt. Schlecht, wenn man die Karten nicht lesen kann. Ich back Plätzchen. Willst du eins? Oh, Scheiße, warte. Ich wollte dich doch von den Qualen deiner Existenz befreien. Ich kann ja keine Plätzchen an rachsüchtige Rumtreiber verteilen. Hey, weißt du, ob Zombies auf Plätzchen stehen? Willst du, was wir ein Zombie machen? Fällt mir gar nicht. So, dann kann ich die Waffe auch anlegen. Und die mal testen. So, wir sind wieder aufgestiegen. Die gefällt mir. Macht auch One-Hit und ich habe ein bisschen mehr Magazin als plus 3 Schüsse. Und dann muss er den Kopf treffen. Wie mache ich jetzt hier die Brücke? Ah, da. Habe ich hier nicht gesehen.
So, hier. Also normalerweise sollte die Verlangsamung ja im Facewalk ja aufhören. Also irgendwie ein Denkfehler drin. Das war ein Digger. Noch ein Digger. So, weiter geht's. Komm nur, mir egal. Ich hab für den Scheiß mehrere Wellen entworfen. Dann ist es unterhaltsamer für mich. Was anderes. Steve und... Ich haben schon eine Menge gejagt. Skeks, Krabbenwürmer, sogar mal ein Mothrak. Diese Viecher sind echt eklig, aber nicht so zäh. Bin trotzdem froh, dass mein bester Kumpel Steve hier bei mir ist. Steve! Hinter dir ist einer! Bald wimmelt es von Zombie-Ärschen. So weit, so gut. Wir müssen noch diesen Doktor finden, wenn wir die Belohnung haben wollen. Okay, das Gags nicht betroffen sind, war ein, naja, Fehlinformation? Weil wär's Gag? Okay, wie viel zahlen sie dir bei Jacobs? Ich würde dir das Doppelte zahlen, aber ich bin arm wie eine Kirchenmaus, nachdem ich jeden Cent ins Geldverdienen mit Zombies investiert habe. War wohl kein guter Plan. Damit Zombies Geld verdienen, ist schwierig. Das ist nur sehr kurzfristig und dann hast du irgendwann nichts mehr, wo du es ausgeben kannst. Hier ist Dirk Smallwood. Die Firma Jacobs hat mich, den weltberühmten Kammerjäger, gebeten, die kleine Zombie-Situation hier in Jacobs Cove zu bereinigen. Der Job ist zwar unter meiner Würde, aber Daddy braucht einen neuen Zielerpor. Mein Angriff. Okay, okay. Du hast meine untoten Armee ganz schön dezimiert. Aber das ist das Schöne an diesen Untoten. Wenn du sie umlegst, sind sie nur wieder tot. Dann hebe ich den Zauberstab und mach sie wieder untot. Und schon nagen sie dir wieder am Hintern rum. Nicht, wenn sie in alle Teile zerplatzen. Nett. Da. Dachte mir schon, wo bleibt denn der? Oh, da hinten große.
jetzt gehst du mir ganz schön auf die Nüsse. Wenn ich mich aus dem Bett wälzen muss, um dich umzulegen, dann werde ich das tun, verdammt. Ja, ich kommuniziere über Echo aus dem Bett heraus. Na und? Oh. Ein starker Radmord. Ja, verbrennt an meinem Phönix. Tja, was soll man dazu sagen? Aber wie es da drin weitergeht, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Und ich sage, danke fürs Zusehen, hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bis dahin, like und subscribe. Und wenn ihr es noch nicht schon längst getan habt, die Notation aktivieren, dass YouTube was ihr mehr von uns sehen wollt. Solltet euch YouTube nicht benachrichtigen, was hier, wo man bei uns abgeht. Habt ihr noch einen Twitter-Account, auf den ihr mehr Follow reindrücken solltet. Denn dort könnt ihr dann erfahren, wann, wie, wo, was bei uns abgeht. Weil über Twitter hauen wir diese Infos regelmäßig raus. So, damit bin ich für heute fertig. Bis morgen. Tschüss.